Das Team von Simon Cody musste nach nur 2 Wochen Weihnachtsurlaub am vergangenen Wochenende das erste Spiel im neuen Jahr bestreiten. Die Jungs aus der Goldschmiedestadt empfingen nämlich die Baunach Young Pikes, die ebenfalls das letzte Spiel vor den Ferien verloren hatten. Um sich im unteren Bereich der Pro-A-Tabelle von dem Team aus Baunach absetzen zu können, musste also ein Sieg her. Personell sieht es im neuen Jahr bei den Hebeisen White Wings wieder besser aus. Auch Christian von Fintel ist wieder fit und stand zum ersten Mal nach seiner Verletzung auf dem Spielfeld. Lediglich für Jolaik Schaffrath kam die erste Partie im neuen Jahr noch etwas zu früh. Mit 10 Minuten Verspätung startete dann die Partie und die Gäste legten mit einem Dreier vor. Nun galt es für die Gastgeber nachzulegen. Till Jönke gibt das Spielgerät an Cruz Pinkins ab, der dieses an Robin Christen weitergibt. Christen reagiert schnell und gibt an Miles Cartwright weiter, der ganz lässig den ersten Dreier für sein Team erzielt. Es sollte nicht der einzige Dreier in dieser Partie für das Team aus der Brüder Grimmstadt sein, so viel sei schon einmal vorweg gesagt. Die Gäste versuchten wieder aufzuholen, scheiterten aber wie hier an der starken Defensive der Hanauer. Till Jönke bekommt den Ball, gibt ihn an Jonathan Mechner ab, der ebenfalls einen Dreier werfen kann. Nur 2 Minuten später erzielt Jonathan Mechner den nächsten Dreier für sein Team. Luke Laugs bekommt den Ball von Cruz Pinkins und erhöht zum 19:18. Zum Ende des ersten Viertels führte das Team von Simon Cody knapp mit 23:22. Im zweiten Viertel fanden die Gäste zunehmend schwerer ins Spiel, was man von den Jungs aus der Brüder Grimmstadt nicht sagen konnte. Sie punkteten fleißig weiter und warfen einen Dreier nach dem anderen. Robin Christen konnte in den letzten Sekunden des zweiten Viertels noch zum 51:30 Halbzeitstand für die Hebeisen White Wings erhöhen. Während die Hanauer 28 Punkte im zweiten Viertel der Partie erzielen konnten, konnten die Gäste gerade einmal 8 Zähler auf ihrem Punktekonto verbuchen. Nach der 69:61 Niederlage im Hinspiel hatte vermutlich niemand der Zuschauer mit diesem Halbzeitergebnis in dieser Partie gerechnet. Auch Simon Cody war von der ersten Halbzeit der Partie mehr als begeistert. 7 threes in the first half, that's great for us. That's a good step forward and hopefully that builds our confidence. You know, we shot it well from 3, maybe the best we've shot all season from 3 this game. And hopefully we can keep that going. Nach der Pause dominierten die Gastgeber weiter das Spiel und bauten ihren Vorsprung auf zwischenzeitlich 24 Punkte aus. Sollte es etwa einen so klaren Heimsieg für die Hanauer geben? Zwar zeigten die Gäste auch, dass sie durch ihre Dreier den Vorsprung schrumpfen lassen können, aber das Team von Simon Cody hielt mit aller Kraft dagegen, sodass es auch am Ende des dritten Viertels einen deutlichen Vorsprung von 18 Punkten für die Gastgeber zu verzeichnen gab. Nicht mehr ganz 4 Minuten auf der Uhr erhöht Miles Cartwright zum 77:61. War es das? Ist der Heimsieg in trockenen Tüchern? Die Gäste aus Oberfranken kommen wieder an den Ball und Malik Müller verkürzt auf 77:67. Nur wenige Sekunden später kann Arnold das Kulboka erneut durch einen Dreier auf 77:70 verkürzen. Noch 2 Minuten auf der Uhr und nur noch 7 Punkte Vorsprung für die Hebeisen White Wings. Ist der Sieg doch noch in Gefahr? 30 Sekunden vor Spielende beim Spielstand von 79:73 kommen die Gäste nach einem verworfenen Freiwurf an den Ball. Und Arnoldas Kulboka kann erneut mit einem Dreier punkten. Jetzt wird es noch einmal richtig spannend in der Main-Kinzig-Halle. Kommen die Gäste noch einmal vor den Korb und gleichen womöglich durch einen Dreier aus? Wieder bekommen die Gäste den Ball und Malik Müller versucht es erneut mit einem Dreier. Doch der Ball prallt am Korb ab und die Zeit ist abgelaufen. Der Unparteiische gibt aber noch einen Freiwurf sowie 2 Sekunden obendrauf. So steht es am Ende dieser kuriosen Partie 80:76 für die Hebeisen White Wings Hanau. Am kommenden Wochenende gastieren die Hanauer dann in Heidelberg, bevor sie am 16. Januar die Bayer Giants Leverkusen zum 2. Heimspiel des Jahres empfangen. Was Simon Cody zu diesem kuriosen Spielverlauf sagt, zeigen wir Ihnen jetzt. First I say, a win is a win and I'm very happy for that.
You know, we will move up in the tabella. That's the most important thing. We had a very good first half. Third quarter was okay. Fourth quarter was really bad. So we couldn't stay disciplined and continue to execute our game plan. Baunach hit a lot of threes. Our three-point defense was not very good, and we missed our free throws. So those were kind of, I think, the key factors. But a win is a win, and we're happy with that, and we move up in the tabella, so that's the most important thing. You know, it's always difficult when you go up big to maintain your intensity. We were more afraid of that happening early in the third quarter. It didn't happen at that time. It happened in the fourth quarter. I think we thought that they were going to give up, that they weren't going to keep fighting. They did. They played really hard in the fourth quarter, much harder than the rest of the game, and we didn't match it.